Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne den Haul zeigen zu der Kosmetika, die ich mir so in den letzten, ja, es sind schon fast 3 Monaten gekauft habe. Also einiges hatte halt auch etwas länger gedauert, kommt aus den USA. Anderes wiederum habe ich zu meinem Geburtstag geschenkt gekriegt und ja, so viel ist es nicht, aber das meiste ist halt, eigentlich ist alles so High-End-Bereich, ja. Und das wollte ich euch heute gerne mal zeigen, was ich da alles so geshoppt habe und ja, starten wir. Ich fange gleich mal mit dem Knaller schlechthin an. Und zwar habe ich dieses Schmuckstück ergattern können. Relativ zügig. Also beim ersten Schwung war ich etwas zu langsam. Da habe ich es nicht hingekriegt. Aber wo er dann restockt hat, einige Tage später, habe ich es mir dann auf seiner Seite bestellt. Das ist die Palette von Jeffree Star. Diese Palette ist seine erste Lidschattenpalette, nennt sich Beauty Killer. Und ja, als sie nach Hause gekommen ist, war ich erstmal mega geschockt, wie groß die ist. Wenn ich da jetzt mal so vergleiche ziehe mit meiner Too Faced Palette, mit der Chocolate Bonbon Palette, also sie ist erstens mal schon viel, viel höher. Allgemein viel größer, wenn ich sie jetzt hier so drauf halte, ist sie halt auch viel, viel größer. Was noch viel krasser ist, als ich dann wirklich das Schmuckstück mal aufgemacht habe. Ich bin fast nach hinten gefallen, weil diese Lidschattenfarben erstens mal mega krass sind und zweitens mal auch wirklich richtig, richtig groß. Also in dieser Palette ist wirklich richtig, richtig viel für das Geld drin. Ich habe mit Versand, ich glaube, so um die 50, 54 Euro bezahlt und ich musste keinen Zoll bezahlen, also es kam direkt zu mir nach Hause. Wenn man relativ wenig, glaube ich, bestellt bei Jeffree auf der Homepage, dann hat man Glück und es kommt nach Hause. Ansonsten müsst ihr zum Zoll und Zollgebühren bezahlen. Ja, wer jetzt noch genaueres zu der Palette wissen will, ich verlinke mal Jeffrees Video zu dieser Palette unten in der Infobox. Er hat sie super toll vorgestellt. Die Pigmentierung ist wirklich der Wahnsinn. Also wenn ich jetzt mal hier so diesen hellen Ton. Das sind so die drei hellsten Töne aus seiner Palette und wie man sieht, die Pigmentierung ist ja schon mega. Das Ganze mal auf dem Handrücken geswatcht. Also butterweich, die Lidschatten, mega Pigmentierung und ich muss wirklich sagen, für das Geld ist das eine Hammerpalette. Ihr bekommt sehr, sehr viel Produkt, eine super Qualität und ich finde, dafür kann man dann auch schon ruhig mal ein paar Euro mehr ausgeben. Ich meine, manche andere Lidschattenpaletten, die auch richtig gut sind, kosten genauso viel, aber hier habt ihr definitiv mehr fürs Geld drin auf alle Fälle. Ich habe jetzt die Umverpackung nicht, wo ich jetzt wirklich mal lesen könnte, wie viel Gramm Lidschatten hier drin ist. Aber es ist auf alle Fälle wirklich eine Menge. Um gleich mal bei Jeffree zu bleiben, habe ich ein tolles Geburtstagsgeschenk von meinem Freund gekriegt. Ich habe es mir ja quasi selber gekauft, aber es kam von ihm. Das ist so Frauenlogik, ne? Und zwar habe ich beim ersten Mal, also wo er die auf den Markt geknallt hat, habe ich dieses Schmuckstück ergattern können. Das ist aus seiner Skin Frost Serie ein Highlighter. Und ja, es gibt 4 Farben. Einmal so ein richtig eisweiß, dann gibt es einen goldigen Ton, dann gibt es so einen Peach-Ton und einen mintfarbenen Ton. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich mir nicht den krassesten rausgesucht hätte von allen 4. Und zwar ist das natürlich der mintfarbene. Alle anderen sind natürlich auch wunderschön und ich hätte mir auch den Viererpack kaufen können. Aber ich war mega scharf auf dieses Teil. Es nennt sich Mint Condition und ist einfach nur. Er ist mega. Er macht sich super gut als Highlighter. Also er ist natürlich mintgrün. Aber als Highlighter ist es halt jetzt nicht so grün. Es schimmert natürlich etwas, aber was wirklich sehr, sehr schön ist. Man kann ihn natürlich auch super als Lidschatten verwenden oder halt auch für den inneren Augenwinkel. Ein Traum. Ich werde zu diesem Highlighter auf alle Fälle nochmal ein Tutorial oder einen Look kreieren, wo dieser definitiv eine Hauptrolle spielen wird und kommt irgendwann demnächst. Ich bin manchmal ein bisschen faul. Ich zeige euch den nochmal so ein bisschen von nahen. Also ihr seht super tolle Glitzerpartikel. Jetzt können wir das auch mal swatchen. Also wirklich mega. Auf den Handrücken sieht das Ganze dann so aus.
Also super schöne Lichtreflexe. Es ist eine mega tolle Farbe. Oh, ich bin so verliebt und ich bin so glücklich, dass ich den bekommen habe. Ich hätte natürlich noch gerne Peach, den Peachfarbenen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der in seiner Skin Frost Serie heißt. Ich muss mal schauen, ob ich den irgendwann noch mal ergattern kann. Ist natürlich nicht so einfach. Müsste ich wieder bei ihm auf der Seite bestellen. Da bin ich immer so ein bisschen Zoll und so. Dann bleiben wir gleich mal in Amerika. Da habe ich natürlich noch ein bisschen weiter geshoppt. Ich hatte schon vor sehr, sehr langer Zeit ein Bild einer neuen Too Faced Palette auf Instagram und bei Facebook gepostet. Und ich wollte diese unbedingt haben. Und ich habe natürlich alles daran gesetzt, diese zu bekommen, was wirklich nicht so einfach war. Ich habe ja schon ein komplettes Tutorial dazu gemacht. Und ich wollte euch jetzt die Palette einfach nochmal zeigen. Also ich habe ja schon im letzten Video dazu, wo ich das Tutorial geschminkt habe, kann ich euch auch nochmal unten in die Infobox packen. Habe ich ja schon erzählt, wie ich an diese Palette gekommen bin. Also ich habe bei Facebook jemanden kennengelernt, der halt so Sammelbestellungen macht. Und da konnte ich die halt mit ergattern. War halt total super Zufall und ich habe wirklich Originalpreis plus ein bisschen Versand und ein paar Euro extra. Also wirklich, es ist vielleicht 10 Euro mehr als normaler Ladenpreis und da war ja dann schon der Versand zu mir und Zoll mit dabei. Und super, also ich liebe diese Palette und die ist so schön. Die ist wirklich richtig, richtig schön. Also es sind super Farben, super Alltagsfarben, aber man kann damit auch halt so wirklich Glamour-Make-up schminken. Und dieser Duft von dieser Palette. Das ist so genial. Also es ist wirklich so ein richtig süßer Pfirsichgeruch. Und oh, das liebe ich immer bei diesen Too Faced Paletten. Die haben wirklich immer so einen genialen Duft. Die Chocolate Bar, die riechen ja nach Schokolade. Dann die Bonbon, die war schon so ein richtig süßer Geruch. Und hier jetzt so ein süßer Peach Geruch. Und ich liebe das einfach. Ich liebe Too Faced für diese mega krassen Paletten. Und immer wieder was Neues, immer wieder was anderes. Und super, super, mega tolle Lidschatten. Grandiose Qualität. Mega Pigmentierung. Also da kann man wirklich. Das Geld ist super angelegt. Und so eine Palette, da habt ihr wirklich ganz, ganz lange Freude damit. Ebenfalls in Amerika bestellt habe ich mir von NYX die Liquid Lingeries Lipsticks. Liquid Lipsticks. Also es ist ja so eine matte Serie von NYX. Die gibt es ja bei uns hier in Deutschland noch gar nicht. Und ich bin mega froh. Ich habe jetzt mittlerweile schon 6 Farben. Ich glaube, es gibt 12 oder 15 Farben insgesamt. Und das sind so meine Favoriten, die ich unbedingt haben wollte. Und die habe ich jetzt alle ergattert. Zu diesen NYX Liquid Lingeries Lipsticks, Liquid Lipsticks, ne? Mache ich nochmal ein separates Swatch-Video, damit ihr euch die Farben nochmal richtig genau angucken könnt, wie die auf den Lippen wirken, wie die auf dem Handrücken wirken, damit ihr auch mal so ein paar Vergleiche habt, weil es sind schon ziemlich gleiche Nuancen, also die unterscheiden sich wirklich nur minimal, die meisten Farben, also die, die ich jetzt hier schon habe, die unterscheiden sich schon ziemlich. Habe ich bewusst auch so rausgewählt, aber da gibt es halt auch wirklich Töne, die unterscheiden sich wirklich nur minimal. Aber die sind so toll, wirklich richtig, richtig toll. Und der eine ist so ein richtig super Alltagsfarbe. Und das ist Baby Doll von NYX Liquid Lingerie. Mega krasse Farbe, super schönes Nude. Und die Haltbarkeit ist wirklich atemberaubend. Und das für 7,90 € ist absolute Knaller. Ich hoffe, dass die irgendwann auch mal hier in Deutschland erhältlich sind, damit die sich wirklich jeder kaufen kann. Weil das ist der absolute Wahnsinn. Also die sind wirklich so schön. Wie gesagt, da kommt noch mal ein separates Swatch-Video. Da könnt ihr das auch noch mal ein bisschen genauer, hoffe ich, dann sehen und erkennen. Ich liebe diese. Ich liebe sie so sehr. Es sind so schöne Alltagsfarben, aber auch Knallerfarben mit dabei. Hammer. Wirklich mega gut. Und dann habe ich mir noch 2 Sachen bei Douglas mal wieder bestellt. Und da war ich halt auch wirklich sehr, sehr froh, dass ich endlich von MAC auch aus dieser matten Retro Liquid Lipstick Serie, Retro Matt, glaube ich, heißen die ja, endlich Oh Lady bekommen habe. Den wollte ich schon so
so lange haben und immer war der ausverkauft. Weder bei Douglas noch auf der Mac Homepage. Überall ständig ausverkauft. Und ja, dann habe ich ihn irgendwann endlich gekriegt. Habe auch noch 10% Rabatt drauf gekriegt. Also es hat sich dann schon gelohnt. Und das ist so ein richtig schönes, bäriges, dunkles Rot. Und ja, ich glaube, ich brauche nichts sagen. Das ist eine mega Farbe. Und ich liebe die so sehr. Ich liebe die so sehr. Wer mein Video gesehen hat, wo ich mich für die Hochzeit des Get Ready With Me gemacht habe, für die Hochzeit oder für einen Abiball oder für einen Geburtstag, da habe ich den auch getragen. Also, falls ihr den auch mal in Action sehen wollt, verlinke ich euch auch nochmal unten in die Infobox das Video. Heute nur voll die Eigenwerbung, ne? Hobby, hau raus. Und ja, dann könnt ihr den quasi auch nochmal so ein bisschen in Action sehen. Oh, ich liebe den einfach so sehr. Mega Farbe. Dann wollte ich auch unbedingt haben und dadurch, dass ich die 10% Rabatt bekommen habe, habe ich es mir dann endlich bestellt. Und zwar das Glow Kit von Anastasia Beverly Hills. Und zwar das Silberne, das ist das Glam Glow Kit. Gibt ja mittlerweile insgesamt schon drei. Also es gibt ein silbernes, ein goldenes und ein bronzefarbenes. Das ist, glaube ich, jetzt neu. Und diese vier Highlighter sind da enthalten. Und ja, so zwei bräunlichere Töne und zwei hellere Rosé-Töne. Und ja, wirklich richtig, richtig schöne Highlighter. Mein allerliebster Highlighter ist Stardust. Den habe ich schon auf ein paar Fotos getragen und da haben mich halt auch immer wieder Mädels gefragt, welchen Highlighter ich da benutze, weil der wirklich so BÄM ist. Ja, finde ich richtig toll. Die Palette ist schon ganz schön teuer, ja, muss man sagen. Also so eine Highlighter-Palette kostet 50 Euro. Aber wenn man dann überlegt, dass so ein einzelner Highlighter ja auch schon meistens so um die 20, 25 Euro kostet. Also den von Jeffrey, da habe ich jetzt 30 Euro, glaube ich, bezahlt mit Versand. Ja, dann hat man hier halt vier, ne? Also Preis-Leistung ist schon gerechtfertigt, ist auch eine Mega-Qualität, Hammer-Pigmentierung, butterweich. Also es ist schon gerechtfertigt, der Preis, aber es ist halt immer so, ja, da überlegt man schon zweimal, ne? Ob man jetzt 50 Euro dafür ausgibt oder ob man sich irgendwie was anderes kauft für 50 Euro, obwohl ich sehr gerne mein Geld für Schminke ausgebe. Sehr, sehr gerne. Ich habe nochmal ganz fix hier die Highlighter für euch mal etwas geswatcht. Und so sehen sie dann auf dem Handrücken aus. Also es sind schon sehr, sehr schöne Farben. Der eine ist etwas ziemlich transparentig. Also der ist so mehr so Multicolor. Also der schimmert so richtig geil in der Sonne. Alle anderen sind schon etwas kräftiger. Und wie gesagt, Stardust ist wirklich mein allerliebster. Das ist der hier vorne. Der erste ist halt wirklich, das ist Stardust und das ist halt wirklich mein Favorite aus dieser Palette. Ja, das war so meine kleine Shopping-Ausbeute jetzt so in letzter Zeit. Nicht unbedingt viele Produkte, aber schon einiges an Geld hat es mich gekostet, ne? Ja, das sind mal summa summarum bei, sagen wir mal ganz grob, 250 Euro. Gut, da war ja auch Geburtstagsgeschenk mit dabei, ne? Und manches. Ja, ich gebe schon gerne mein Geld für Schminke aus, ne? Sehr gerne. Ja, ich hoffe, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Puppi.